es wird ganz spannend. Wie ihr seht, ich habe ein Kinderakkordeon mitgebracht. Du, ich bin mindestens genauso aufgeregt wie du. Ja, hau rein, Kapelle. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und gleichzeitig hier auch noch irgendwie, ja. Also ich muss dann ja auch die Melodie treffen von dem, was du da spielst, ne? Ja, du kannst da einfach irgendwas drüber singen, genau. Ja, ganz einfach. Notfalls sagst du, das war gewollt atonal. Natürlich. Ist bei mir auch öfter mal so. So, Achtung, ich muss es immer erstmal einmal durchspielen. So klingt das. Passt doch auch in den Norden hier, oder? Natürlich. So, Achtung. Was mochtest du in der Schule so gar nicht leiden? Sag es mir. So gut wie alles, denn ich hasste die Schule von A bis Z. Und so ist's noch heute. Das ging mir auch so. Naja, ich mochte Musik. Du nicht? Nee. Ich mochte Schauspiel. Hatte ich nicht. Und ich mochte Mathe. Ich hasste Mathe. Schauspiel gab's nicht. Kunst war schön. Sonst nicht viel. Warum hast du Angst vor Fotos? Ich weiß es nicht. Ich weiß, du kriegst ganz furchtbare Panik, wenn man ein Foto machen möchte von dir. Denn es ist für die Ewigkeit. Aber du machst Film, das ist auch für die Ewigkeit. Das sind bewegte Bilder. Aber für immer und ewig. Das stimmt. Weißt du, wie viele Rosamunde Pilcher Filme du gedreht hast in deinem Leben? Ich glaub's waren 8, vielleicht auch 9, unter anderem, keine Ahnung. Ich glaube, es waren tatsächlich 8. Schnee von gestern. Oder nicht? Nicht schmulen! Ach so. Schwulen? Schmulen. Schmulen. Ist dir der Romantikkram irgendwann mal auf den Sack gegangen? Nicht wirklich. Nun ja, ich träumte auch von anderen, dennoch war ich glücklich. Ich finde, diese Filme haben meine Berechtigung. Machen Spaß zu drehen sowieso. Das stimmt. So, jetzt leider sind meine Fragen schon zu Ende. Und ich habe noch gar keinen B-Teil gespielt. Jetzt muss ich den machen. Oh, das war der falsche. Der B-Teil. Seht ihr, das ist der B-Teil. Patrick, ich danke dir so sehr für das Interview. Es war mir eine Ehre. Das gute Tablet, ich danke dir. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Yay, es hat funktioniert einigermaßen. Ach ja? Okay. Also bei mir, du warst super.